Herzlich willkommen bei Modul 6 und jetzt möchte ich euch ganz herzlich einladen, nachdem wir den Methodenkoffer weit aufgemacht haben, doch nochmal genauer zu schauen, mit welcher Zielsetzung moderiert ihr eigentlich und mit welchen Zielen setzt ihr eigentlich Methoden ein. In der Regel fällt es uns da sehr schnell, immer die Sachebene zu benennen. Beispielsweise sollen unsere Treffen vielleicht dazu dienen, Informationen auszutauschen oder Entscheidungen miteinander zu treffen. Das fällt uns meist recht leicht, das zu benennen. Aber gerade in ehrenamtlichen Kontexten, wo es viel um Freiwilligkeit und um Engagement geht, geht es auch um solche Ziele wie Vernetzung und Zusammenhalt zu schaffen. Auch dazu dienen unsere Treffen oder Wertschätzung zu erleben für das gemeinsame und das gegenseitige Engagement. Es kann auch darum gehen, zusammen zu lernen in vielen Gruppen. Und es gibt noch unzählige andere Zieldimensionen, die vielleicht für eure Gruppe relevant sind. Wenn ihr Ziele formuliert, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, dann gibt es so einen Anspruch, dass Ziele immer möglichst smart formuliert werden sollten. Also, dass man versucht, Ziele so zu formulieren, dass sie spezifisch sind, also möglichst genau sind, dass sie messbar sind, dass man es quasi an irgendwas festmachen kann. Manchmal ist das quantitativ, manchmal auch qualitativ. Dass es attraktiv ist, damit man sich auch dafür einsetzt, dass es realistisch ist und dass es auch terminiert ist, also einen Zeitpunkt gibt, zu dem man quasi abprüfen kann oder immer wieder abprüfen kann, ob ein Ziel eigentlich erreicht ist oder ob man noch in einem Zielkorridor ist. In der Realität haben wir meistens nicht die Zeit dafür, das für unsere Treffen immer smart zu formulieren. Deswegen hier der Quick and Dirty Guide für euch, für den Alltag. Und der sagt, Ziele werden immer als ganze Sätze formuliert, also nicht wie ich eben in der Überblicksgrafik, da steht nur Informationen weitergegeben, sondern ihr arbeitet mit sprechenden Verben, mit ganzen Sätzen. Ihr formuliert es als ganze Sätze, so konkret wie möglich, und ihr schaut, dass ihr in verschiedenen Dimensionen Sachen formuliert. Also, die Hauptziele unseres Treffens sind es, Informationen zu XY auszutauschen. Ein Hauptziel unseres Treffens ist es, Entscheidungen zu XY zu treffen in einer Art und Weise, dass wir oder in unserer Gruppe das und das zu erleben oder gemeinsam zu lernen oder eben Wertschätzung auszudrücken dafür das, indem wir. Also alles, was konkretisiert, alles, was es klarer und konkreter macht, ist besser, als wenn es sozusagen auf so einer ganz allgemeinen Ebene bleibt. Je konkreter es ist, desto leichter könnt ihr auch überprüfen, ob ihr es macht. Und damit seid ihr schon dran. Ich möchte euch einladen, das mal für eure Gruppe zu machen. Formuliert mal für eure Gruppentreffen 3 bis 5 zentrale Ziele und schaut mal, dass ihr wenigstens diese 3 Ebenen abbildet. Die Sachebene, die Beziehungsebene und eure Entwicklungsebene, euer Miteinander in der Zeit sozusagen. Orientiert euch gerne an den Beispielen auf der Folie davor. Auf dem Arbeitsblatt findet ihr sie gleich auch nochmal. Und füllt diese sozusagen für euch aus, ergänzt die Sätze oder formuliert eigene, die vielleicht Dimensionen abdecken, auf die ich jetzt in meinen Beispielen bisher noch gar nicht gekommen bin. Ganz wichtig, ich will euch ermutigen, teilt die miteinander. Es ist manchmal so ein bisschen spooky und manchmal auch ein bisschen komisch, in so Gruppen über die eigenen Ziele zu sprechen und sich dazu auszutauschen. Es ist eins der tollsten Dinge, die man zusammen machen kann. Die Zeit ist wahrscheinlich die am besten investierteste Zeit in euer Miteinander, die ihr euch irgendwie leisten könnt. Deswegen, wenn ihr irgendwo die Gelegenheit habt, wenn ihr das jetzt für eure Gruppe formuliert habt, dann nehmt es doch mit in eure nächsten Treffen und bietet mal an, das vorzustellen oder euch 20 Minuten zu nehmen und es gemeinsam zu diskutieren und es gemeinsam zu entwickeln und festzulegen für den Moment, sodass es gut genug ist. Veränderbar, aber eben als eine Arbeitsgrundlage, mit der ihr in die nächsten Treffen gehen könnt. Viel Erfolg und wir sehen uns gleich bei noch ein paar mehr Tricks, wie ihr eure Treffen in der Praxis gut und schnell vorbereiten könnt. Bis gleich.